Wir sind gerade im Klinikum Niederlausitz in Lauchhammer. Genauer gesagt befinden wir uns gerade vor dem Kreißsaal. Und auch ich wünsche Ihnen ein gesundes neues Jahr 2020 und vor allem auch ein glückliches Jahr. Wir möchten jetzt mal schauen, welches Baby denn unbedingt 2020 auf die Welt wollte. Neben mir habe ich jetzt die leitende Hebamme hier im Klinikum Niederlausitz. Seit wann sind Sie hier? Ich bin seit September 2017 hier im Haus tätig und vorher war ich für 9 Jahre in Forst als Hebamme tätig. Oh, sogar umgezogen dann nach Lauchhammer? Nein, in Finsterwalde bin ich wohnhaft und habe auch schon immer da gewohnt und aufgrund der Entfernung bin ich jetzt näher an zu Hause rangerückt, damit ich auch öfter bei der Familie sein kann und nicht nur auf der Straße unterwegs bin. Und seit wann sind Sie jetzt leitende Hebamme hier? Seit dem 01.01.2020 haben wir mit Frau Korobka praktisch gewechselt. Sie ist weiterhin Hebamme bei uns und unterstützt mich tatkräftig jetzt in der neuen Funktion. Und wenn wir jetzt quasi sagen, okay, 01.01., am 01.01. gab es ja quasi bestimmt auch ein Neujahrsbaby. Wie war denn der Jahreswechsel? Der Jahreswechsel war sehr turbulent. Es gab insgesamt 3 Neujahrsbabys und alles 3 Jungs. Und meine Kolleginnen hatten natürlich ordentlich zu tun über ein Neujahr. Und im alten Jahr gab es noch jemanden, der unbedingt im alten Jahr geboren werden wollte? Ja, da hatten wir auch noch jemanden, auch einen kleinen Jungen. Also es sind fleißig die Jungs vertreten gewesen über den Jahreswechsel, sodass am 31.12. auch noch ein Baby zur Welt kam. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie viele Babys denn im vergangenen Jahr geboren sind und das mal mit den anderen Jahren vergleichen, wie verhält sich das? Also im letzten Jahr hatten wir etwas weniger Geburten, 560 insgesamt, und davon hatten wir 281 Jungs und 282 Mädchen. Also wirklich eine richtig gute Waage, fast die Hälfte. Und insgesamt gab es 3 Zwillingspärchen. Das letzte Jahr war ja auch etwas turbulent für das Klinikum Niederlausitz. Es gibt so ein paar Gerüchte draußen, die wollen wir natürlich nicht haben. Wie schaut es denn in der Zukunft mit der Geburtenstation hier in Lauchhammer aus? Ja, wir führen weiterhin unsere Geburten durch. Wir haben auch unsere Infoabende, die unsere Familienhebamme Beatrice Hanschak ja weiterhin führt. Da kann man sich gerne anmelden und jeder, der ein Kind erwartet, darf natürlich gerne bei uns entbinden. Also an den Gerüchten ist nichts dran. Nein. Wann sind denn diese Informationsabende? Sind immer jeden zweiten Dienstag im Monat und man findet die genauen Termine auch nochmal auf unserer Internetseite vom Klinikum niederlausitz.de und da kann man auch nochmal stöbern, was einem so zusagt an Terminen und dann gerne bei uns im Kreißsaal auch anrufen zur Anmeldung. Warum sollte ich denn unbedingt hier im Klinikum Niederlausitz mein Baby bekommen? Wir bieten natürlich ein schönes Rundumpaket an für unsere Schwangeren, auch Entbundenen. Zum Beispiel vorher können die Frauen gerne zu uns kommen, zur Akupunktur bieten wir an oder Geburtsvorbereitungskurse über einmal die Tabea Meyer in Senfenberg und Beatrice Hanschak hier bei uns im Haus. Und unter der Geburt sind wir auch, also unser oberstes Credo, halt die Frau auch wirklich 1:1 zu betreuen. Das ist auch nicht immer möglich, das müssen wir auch dazu sagen. Aber wir sind natürlich immer bemüht, dass die Frauen nicht allein im Kreißsaal sind. Und auf der Station ist weiterhin unsere Familienhebamme auch immer im Stillen, dass das wirklich Hand in Hand geht auch. Und weiterhin, wenn die Frauen einmal zu Hause sind, es wird auch das Babyschwimmen angeboten, sodass wirklich komplett Paket eigentlich bei uns möglich ist. Das klingt doch gut. Dann wünschen wir ganz viele tolle Geburten, viele glückliche Familien und alles Gute fürs Klinikum Niederlausitz. Vielen Dank.